Grüß euch, wir sind ein paar Trainerinnen aus Wartring. Wir haben heute umgestellt von Winter auf den Sommer. Vielleicht in den sicher auch vom Winter her und so, haben wir Skizeug und alles. Aber jetzt haben wir auf den Sommer umgestellt. Wir haben im Sommer hauptsächlich E-Bikes eigentlich, haben uns aufs E-Bike spezialisiert. Wir haben da wieder die neuesten Modelle da. Wir haben angefangen vom Tiefeinsteiger bis zum sportlichen Mountainbike. Oder wir haben da zum Beispiel auch ein ganz hochsportliches Mountainbike, was schon E-Mountainbike, was schon im Fully-Bereich, eben was schon im Downhill-Bereich geht auch und so. Und ja, wir haben jetzt in der leider noch nicht alles so umgestellt, dass wir nicht reingehen können. Aber wer uns vom Winter her kennt, von Facebook und so, hat auch das Video im Winter schon gesehen. Und ja, wir bieten halt im Sommer alles so. Wir machen Service für jedes Radl. Wir haben auch einen großen E-Bike-Verleih dabei, wir haben einen breiten E-Bike-Verleih. Könnt ihr jederzeit anrufen, könnt ihr ein E-Bike reservieren, könnt ihr mal bei uns da die schöne Region und die ganzen Berge mit dem E-Bike erkunden. Und jetzt könnt ihr natürlich auch jederzeit zum Service kommen. Und wir haben natürlich auch alles, was man halt zum Radlfahren braucht. Wir haben Helme, wir haben Radlschuhe, wir haben sämtliche Ersatzteile, wir haben auch leicht Radbekleidung, ganz leicht, mal etwas, ja. Das würde uns gefallen, wenn es euch gefallen hat, würdet ihr uns bitte weiterempfehlen. Wenn ihr selber mal was braucht, bitte kommt vorbei, wir sind aber da für euch. Und damit wünschen wir euch einen super Sommer. Danke, ziert euch. Sommer sei Sommer, ja. Lass jetzt mal den scheiß Winter gehen. Ich weiter. Ja, ich komm hier schon. Ich probier hier schon Stress. Ja, passt. Servus. Heldi, Heldi ist der letzte Tag, der war in der Strafleitung. Da weihe der jetzt einmal. Die Bikes sind schon gut, ich hab's gleich, ich muss jetzt gleich mal eine Runde fahren. Nein. Ja, Tim, geh weiter. Ich lass jetzt, ich mag nicht mehr. Das ist mir einfach zu unbedingt. Da alles gleich, weil das kann auch gar nichts. Wisst ihr was? Ich bitte, ich bitte. Was ist jetzt ist los? Was geht's denn jetzt? Was haben die mir getan? Die haben nichts falsch gemacht.
So, und aus ist. Was hast du denn? Das ist auch tragisch. Das ist auch tragisch. Ja. Ich bin so froh, dass das jetzt mit um ist. Und auch holen da. So. Wir nominieren an Hasenauer Sigi mit seiner Turbo Garage in Wadring. Gib's Gas! Und ich nominiere Autohaus Winkler, Georg mit seinem ganzen Team. Lasst euch auch was helfen, da bin ich mir sicher. Und als dritten nominieren wir High Five Park, die Jungs vom High Five Park, Startblatt oben. An Chris mit seinem ganzen Team. Lasst euch was einfallen, ich glaube, ihr kriegt das hin. 8 Tage habt ihr Zeit, gell? Ja, und wenn in den 8 Tagen nichts passiert, dann kriegen wir 100 Liter Bier und eine gute Jausen von euch, gell? Habst du das hinter dir angeschrieben? Danke. Für euch. Wir als Sporttrainerinnen spenden für die Kinderkrebshilfe 444 Euro. Danke. Danke. Und ich möchte mich nebenbei gleich für die Nominierung bedanken bei den Stöcke Sport 2000 im Führerbund, bei Josef und seinem gesamten Team. Danke. Ich glaube, wir haben die Challenge erledigt, aber es geht trotzdem noch ein bisschen mehr von uns, weil ich weiß, ich habe es selber erfunden. Danke. Bravo!
Warte, das kriegen wir eins. Hinter die Auto, wir müssen kurz auf. Bist schon.